Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit dir über Feedback reden, besonders negatives Feedback. Aber bevor ich das tue, schau dir doch mal dieses schöne Haus an. Die Palmen hier. Hallo. Hallo Hündchen. Hallo Hund. Hallo Hund. Die Hunde mögen mich nicht. Die Hunde mögen mich nicht. Die Hunde geben mir negatives Feedback. Sie geben mir negatives Feedback. Ja, also ich habe heute und gestern negatives Feedback bekommen, beziehungsweise eine Kritik. Und das war beide Male. Oh, die Hunde sind hier echt. Echt aggressiv, scheint mir. Sehr aggressiv. Ich habe zweimal negatives Feedback bekommen. Und beide Male war es im persönlichen Gespräch. Ja, es waren keine YouTube-Kommentare. Und ich finde es sehr interessant, wie wichtig negatives Feedback sein kann. Und es ist auch oft gibt es einen großen Unterschied zwischen Feedback, auf das man hören sollte, und Feedback, das man einfach ignorieren kann. Ja, wenn jemand jetzt einen Kommentar schreibt unter einem YouTube-Video, du bist scheiße, ja, dann ist das Feedback, aber es ist Feedback, was ich komplett ignoriere, ja, was mich komplett kalt lässt. Ja, ich ignoriere es, es interessiert mich nicht. Vielleicht blockiere ich diese Person sogar, um sowas nicht mehr sehen zu müssen und so weiter. Ja. Das ist Feedback, was man meiner Meinung nach ignorieren kann. Ja, Leute, die man nicht kennt, Leute, von denen man kaum etwas gehört hat oder die noch nie mit jemandem, mit einem selbst gesprochen haben. Ja? Solches Feedback kann man meiner Meinung nach komplett ignorieren. Oder beziehungsweise, wenn man viel solches Feedback bekommt, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Aber ansonsten, denke ich, kann man das getrost ignorieren. Und die andere Art von Feedback ist Feedback von Leuten, die einen kennen. Ja, Leute, die entweder einen kennen oder die über ein bestimmtes Thema sehr viel Ahnung haben. Ja, jemand, der sehr viel Ahnung hat über ein Thema, der kann dir gutes Feedback geben, und darauf sollte man meiner Meinung nach auch hören. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Kampfsportart trainiere. Ja, ich habe früher viel Judo trainiert. Ja? Und mein Judo-Trainer gibt mir Feedback und sagt mir, hey, das ist nicht so gut, das und das musst du verbessern. Selbst wenn ich ihn nicht gut kenne, selbst wenn ich gerade erst angefangen habe, dann ist das Feedback, auf das ich trotzdem hören sollte, weil er viel Ahnung hat auf seinem Gebiet. Aber wenn jemand keine Ahnung hat, dann denke ich, sollte man nicht darauf hören, kann man dann getrost ignorieren. Ja, wenn jetzt ein Kumpel, oder auch kein Kumpel, ja, wenn jetzt irgendjemand anders, der keine Ahnung von Judo hat, zu mir sagt, hey, das hast du nicht gut gemacht, das sieht ja scheiße aus, dann kann ich auch sagen, ja, was willst du denn? Ja, du hast ja keine Ahnung, ja, du weißt ja nicht, worum es geht beim Judo und so weiter. Und die andere Art von Menschen, denen man zuhören sollte, meiner Meinung nach, sind Leute, die einen lange kennen. Ja, also Leute, die viel Ahnung haben, und Leute, die einen lange kennen, auf deren Feedback sollte man hören. Ja, man sollte zumindest über dieses Feedback nachdenken. Ich habe letztens Feedback bekommen von einem Zuschauer, der schon seit Ewigkeiten dabei ist, der schon fast seit Anfang an dabei war, und er hat mir Feedback gegeben, und
Ich habe auf ihn gehört. Ja, es war nicht einfach, seine Kritik zu hören, aber ich habe gedacht, er kennt mich lange. Was ist los heute? Er kennt mich lange, also werde ich mir seine Ratschläge zu Herzen nehmen. Also werde ich zuhören und schauen, was er zu sagen hat. Und siehe da, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, er hat recht. Und seine Kritik war, hey Marco, du bist nicht mehr wie früher. Ja? Dein Kanal behandelt nicht mehr die Themen, über die du früher gesprochen hast. Und er meinte zu mir, das hat mir so sehr gefallen. Ja, das hat mir so sehr gefallen, diese Themen über persönliche Entwicklung und so weiter. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich höre darauf und deswegen mache ich jetzt wieder solche Videos. Ich hoffe, sie gefallen dir. Sie sind ein bisschen länger, aber dafür geht es um sehr spannende Themen. Sag mir Bescheid, was du denkst in den Kommentaren. Vielen Dank im Voraus. Das bedeutet, vielen Dank in der Zukunft. Manche Leute benutzen dies falsch. Ja? Wenn ich sage im Voraus, meine ich, ich bedanke mich jetzt schon für etwas, was in der Zukunft passiert. Also danke im Voraus für deinen Kommentar. Sag mir, was du denkst und wir sehen uns morgen. Tschüss.